Der Countdown läuft, das Weihnachtsfest naht und natürlich strahlte auch die Avenue des Champs-Élysées in Paris wieder in atemberaubendem Glanz. Schauspielerin Audrey Tautou, Star aus Die fabelhafte Welt der Amélie, entzündet die Lichter auf dem weltberühmten Prachtboulevard. Doch von traditionellem Lichterschmuck sind die Champs-Élysées in diesem Jahr weit entfernt. Stattdessen schmücken farbige Lichtringe die Bäume der 2,5 Kilometer langen Prachtmeile. Das sieht so schön aus. Ich mag die Farben. Es sieht so anders aus. Beeindruckend und anders, als ich gedacht hätte. Die sich ändernden Farben, das Blau, das ist cool. Wunderschön. Die Leute reden immer von Paris als Stadt der Lichter. Und wenn alles so beleuchtet ist, sieht das fantastisch aus. An den Ästen der Bäume sind kleine Spiegel aufgehängt, die das farbige Licht reflektieren. Doch wirklich weihnachtliche Stimmung versprüht die extravagante Beleuchtung nicht bei jedem. Zuerst habe ich gedacht, dass es eher eine weihnachtliche Atmosphäre sein würde. Aber das ist es nicht. Es ist eher künstlerisch. Diese Kreise, naja, wirklich weihnachtlich, so wie ich es kenne, ist das nicht. Aber es sieht schön aus und die Farben sind toll. Ich bin eigentlich sehr traditionell, was Weihnachtsbeleuchtung angeht. Das ist sicherlich etwas Neues, aber es ist wunderschön und geht die ganze Straße lang. Bis Mitte Januar soll der futuristisch anmutende Weihnachtsschmuck in Paris noch hängen. Wie in den vergangenen Jahren kommen auch diesmal wieder energiesparende LED-Lampen zum Einsatz.